Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Glück auf, meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu Runde 15 der Sum-2-Liga. Mit dabei wieder der Gandalf. Ach. Und wir kommentieren heute das Spiel Shadow gegen Shefi auf der Karte Sakura Forest 2. Und ich gehe schon mal direkt ins Spiel. Leg mal los. Und hier oben haben wir die Menschen. Shadow. Er baut direkt eine Kaserne und hier ein Gehöft, ja. Machen ja den Doppelkasernenstart. Mordor, hier Shefi. Ist das ein Start? Nein, doch nicht. Grubenstart. Beide mit quasi Kaserne und Rohstoffgebäude. Direkt von Beginn an. Shefi hat anscheinend zuerst das Rohstoffgebäude gebaut und dann die Orkgrube, weil Shadow was andersrum, deswegen ist sein Rohstoffgebäude später fertig. Die Orkgrube braucht etwas länger als die Kaserne. Aber ich glaube, die Rohstoffgebäude brauchen alle gleich, meine ich, als Bauzeit, aber... Ja, so hätten sie. Aber die anderen Gebäude haben unterschiedliche Bauzeiten, so. Da kommt auch schon der erste Soldatentrupp, hier. Hier unten. Auch der erste Ork-Trupp. Ich schiebe wieder auf den Ork-Spam. Sieht zumindest so aus. Kommt da eine zweite Ork-Hobe? Oder was ist das? Ja, wird ein Spam wahrscheinlich. Mal sehen, wie weit er mit seinen Gondor-Soldaten kommt. Da müsste eigentlich jetzt auch schon der nächste Trupp gleich in Auftrag gehen. Sieht es ressourcentechnisch aus? Er hat die Ressourcen. Ja. Jetzt kommen sie. Hätte sie wahrscheinlich schon früher rausbringen können. Sehen, wer zuerst angreift. Sehe ich das richtig, dass er so ein dunkelrot hat und er so ein leuchtendes Rot? So. Ja, das obere ist so weinrot und das untere ist so knallrot. Ja. Ich glaube, in diesen Edain-Turnieren ist, glaube ich, vorgeschrieben, dass die Spieler als Farben blau und rot nehmen. Damit man das auf der Karte beides direkt auseinanderhalten kann. Ja, das wäre auch gut. Vor allem, wenn es dann irgendwie so zwei Blautöne sind, die halt fast gleich aussehen, da wird es dann kritisch. Okay, hier kommt jeweils zwei Ork. Oh. Ork-Spam. Und er ist dauerhaft am Produzieren. Der gute Shefi. Hier ist jetzt am Kämpfen. Das Upgrade hat er noch nicht. Das heißt, er kann noch keine Blockformation. Okay, er stellt sie auf defensiv. Halten sie mehr aus. Ja, ich denke aber, er sollte das gewinnen. Auch gegen zwei oder drei Ork-Trupps. Diese Gondor-Soldaten sind sehr gut. Ja, zumindest als Starteinheit für ihr Geld 200 sind die schon gut, ja. Vor allem, dass man halt die Option hat, mit, wenn man Bannerträger erforscht, die auch noch in Blockformation zu stellen. Also. Ja, so langsam würde ich aber entweder auf einen... Das war jetzt blöd, weil jetzt hat er Kraft, kann er kaum hier die Orks angreifen, um das Gebäude rum. Wenn die Orks das Gebäude halt angreifen können. Und ich glaube, die haben ja als Stärke Rohstoffgebäude. Steht das hier? Strong versus Resource Buildings. Ja, steht da. So. Jetzt kommt der Schießstand. Da kommt der Schießstand. Was mir noch irgendwie fehlt, ist ein Marktplatz, aber vielleicht kommt der noch. Ja, also am Anfang muss man halt gucken, dass man ressourcentechnisch mit den Einheiten halt hinkommt. Und wenn es dann passt, kann man Marktplatz bauen. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Nazgul hier. Das war ein Wag. Das wäre ein Nazgul-Creeps. Ja, nee, ich dachte, das wäre einer von Shefi halt schon. Dass er schon Nazgul hochschickt, weil der so hochgeritten ist. Stimmt. Nur so im Eck halt. Kommen. Nazgul sollte vielleicht kommen. Nazgul wäre gerade effektiv, vor allem weil er nur Gondor-Soldaten und halt Bogenschützen jetzt hat. Aber Shefi ist halt immer gut am Geld ausgeben. Der bringt das Geld immer direkt auf die Karte. Einfach wenn er die Ressourcengebäude hat, kann er auch mal kurz auf dem Nazgul sparen. Der ist effektiv. Ein Ork flieht. Okay, jetzt schickt er seine Orks hier rum. Das heißt, er und hier unten schickt das auch rum. Das heißt, er bildet Fronten.
Und sehen, ja, wie Shadow damit auf. Leute, ja. Oh, das würde ich nicht machen. Die gesamte Armee teilen, würde ich eher. Da teilt er die teilweise. Aber hier oben kann Schäfi jetzt zerstören. Kannst sogar noch mehr rumklumpen. Ja, ich würde auch klumpen. Aber. Oh, da ist er. Da ist er, der angesprochene Nazgul. Oh, von hinten, von hinten. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, Turmwachen. Oh, jetzt kommen die Turmwachen. Aber der Nazgul ist natürlich sehr, sehr viel schneller und kann gut navigieren. Und Schäfi hat ein gutes Micro. Wie wir alle wissen. Läuft das jetzt gleich weg. Ja. Von hinten kommt dann die große Armee da. Ja. Da wird jetzt wahrscheinlich auch anfangen, die anderen. Oh, da kommen jetzt Reiter. Reiter gebaut. Ja, das glaube ich ganz. Aber dagegen ist der Nazgul halt auch gut. Der ist auch gut gegen Reiter. Die Gondor-Soldaten überleben das halt, das einfache Überreiten. Das heißt, er levelt noch nicht so. Wenn er durch Bogenschützen durchreitet, dann wird er direkt leveln. Er will da durchs Gebäude. Nee. Ich würde mit dem ja, er hat, ja, ist jetzt Stufe 2, jetzt hat er sein. Was halt finde ich extrem stark ist, halt diesen Debuff. Aber jetzt reitet er in die Turmwachen rein, teilweise, und ist fast tot. Ich glaube, das ist aber nicht gewollt. Der macht manchmal, was er will. Hm. Oh, er hat die Stallung schon ausgebaut hier. War, glaube ich, unnötig, weil er hat das Geld nicht für die. Wenn er ein Gebäude ausbaut, dann erstmal den Schießstand für die Waldläufer, wenn man die Ressourcen hat. Alter, der hat sich schon so gelohnt, jetzt der Nazgul. Aber aktuell hat Schäfi jetzt weniger Truppen. Shadow kann den gut zurückdrängen. Ja, was verfehlt jetzt noch ein Haradrim-Palast, um wenigstens einen Ostling-Trupp drin zu haben, aber er baut eine Taverne. Ein zweiter Nazgul. Was ich halt gerne mache, einen Nazgul halt absetzen, wenn er halt die Zweierfähigkeit hat und mit der Armee mitlaufen lassen und einen dann auf dem Pferd lassen und überreiten. Ja, oder ich habe auch manchmal mit drei Nazguls die Ressourcengebäude zerstört, weil die machen die relativ schnell Platz. Oh, Stufe 4 jetzt ein Nazgul. Okay, der creept jetzt erstmal. Und aber die Reiter. So, was baut er jetzt hier? Ein Haradrim-Palast. Ja. Kommen die Reiter? Oh, die machen viel Schaden. Ja, aber die Nazguls, also jetzt müssen sie sich zurückziehen, weil wegen den Nazguls halt. Das sind keine Piken drin. Die Nazguls können da einfach seelenlos durchhalten. Wo sind die? Hä? Turmwachen, wo hat er die? Da drüben wahrscheinlich. Da die creepen da. Na, da kommt der nächste Turmwachentrupp, aber halt zu spät. Die. Also jetzt hat er halt, der hat jetzt auch einige Bogenschützen, die jetzt halt den Schaden auch machen können an den Gondor-Soldaten. Und dadurch, dass sie gedebufft werden, ist halt. Willst du da mit den Bogenschützen die Dinger? Die Turmwachen will er raus haben, ja. Ja, und jetzt hat halt Shadow keine große Armee mehr, mit der er sich verteidigen kann. Der Reitertrupp Stufe 2. Den würde ich aber ganz schnell wegziehen. Oh, jetzt kommen Hochirim. Ah, jetzt kämpft er mit denen im Nahkampf, anstatt drüber zu reiten. So, da kommen die nächsten Orkse und Korsan. Schäfi hat es zwar gesehen, es hat noch versucht, hier ein bisschen wegzulaufen, aber. Ja, es muss sich zurückziehen. Hat trotzdem einiges verloren. Das hat Shadow ganz gut gekontert. So, jetzt hat er Ostlinge mit drin. Okay, die Taverne hätte ich vielleicht gedreht. ja gut, ja, die verlieren halt gegen schon die Nazguls hier jetzt. Hat Shadow schon den Marktplatz? Also hier sehe ich keinen. Ja, er ist wahrscheinlich ressourcentechnisch, weil Schiffi ihm halt sehr viel zerstört hat. Na gut, hier unten hat er sich schon ein bisschen aufgebaut.
Schäfi. Ja, hat sich hier oben aufgebaut. Mit seinen Hochschaufgebäuden. Ja, die kämpfen fast nur in der Mitte. Hm. Aber ohne die Nazgûl sollte der Mensch eigentlich gewinnen. Gegen die billigen Orks. Selbst mit Korgon. Da würde ich eher auf Trolle gehen. Vielleicht auch direkt Kampftrolle. Da kommt. Ne, Katapulte. War da. Hat noch eine zweite Taverne und hier unten kommt noch eine Taverne. Er will das wohl Korsaren pumpen. Ja, die können wir diesen Nahkampf was. Anstatt die Billig-Orks wahrscheinlich dann. Das Geld hat er ja. So, das war ein schönes Level-Up für den Nazgûl. Hier. Das finde ich schon. Ja, und der andere ist tot. Jetzt wohl hat die Turmwachen gestreift. Sollte er mit dem Bogenschützen auf die Turmwache schießen? Ja. Jetzt kommt der Nazgûl wieder. Da oben sind nochmal 5 Turmwachen von einer anderen Einheit. So. Und dieses Katapult ist Katapult. Naja, das vertreibt dir erstmal die Einheiten, weil der Munitionwechseln gemacht hat. Er verschießt jetzt diese Leichenteile. Und da ist ein Boromir jetzt mit drin. Nazgûl müsste eigentlich zurück. Ich muss sagen, ich hab die noch nie benutzt, dieses Munitionwechseln, denn. Halt nochmal. Ja, der Nazgûl, wenn Boromir ihn noch einmal trifft, jetzt dürfte er tot sein, ja. Oh, direkt Stufe 4, er kann. Horn. Ja, kann das Horn. Das ist halt jetzt in Kombination mit dem Pfeilhagel hier sehr stark. Aber er aktiviert es nicht. Jetzt zieht er ihn zurück. Ich würde, er hat das Horn aktiviert und damit den ganzen Reitern drüber geritten. Jetzt ist er die Ostlinge reingelaufen mit den Ruieren. Das war jetzt suboptimal. Mhm. Aber er läuft jetzt hier von der Flanke mit. Und ist er da und macht die Bogenschütze nieder. Rettet euer Leben. Ah ne, du hörst es ja nicht, gell? Nee, leider nicht. Ah, das ist so ekelhaft, die Katapulte hier auf den, auf diesen Leichenverschießen zu haben, also für den Gegner halt eklig. Weil die Einheiten, du kannst die dann immer unter Kontrolle, die rennen dauernd weg. Hat er sehr viele Bogenschützen. Hm. Vor allem, Druck Korsaren, da kommen noch Ostlinge. So, jetzt was sind auch normale. Oh, die werden weggemacht. Dann ziehe die Rohirren zurück. Das hat doch das eine Ostlingtrupp drin. Hm. Reitet da durch. Ist auch wieder der nächste Nass, also der neue Nazgûl, der wieder hier geborene. Oh, da kommt ein Sperrfeuer. Oh. Na. Es hat okay Schaden gemacht. Ja. Ich meine, er hat nicht mal so viel Armee auf einmal, wo er jetzt hätte reinsetzen können. Ja. Aber vielleicht hätte ich auch gewartet damit noch, bis sich eine bessere Gelegenheit ergibt. Ah ja, hier hat den... Die Morgul-Klinge abgekriegt, der Boromir. Kampfunfähig. Wird über eine. Und wenn wird er, vergiftet. Und wenn er stirbt, dann kommt dann Grab und Hund raus. Und der ist halt stark, vor allem gegen. Der Nazgûl, der ist gerade am Abkacken. Zurückziehen. Ja, der Boromir wirft ihn halt um. Hallo? Der Nazgûl lebt noch. Der Nazgûl lebt noch. Der hat jetzt gerade. Ja, jetzt steht der Name. Ja, jetzt ist er tot. Er hat nicht durchreiten können. Rohirrim rufen hat er eingesetzt. Ja. Schäfi ist auf Industrie gegangen. Ja. Oh, in die Ostlinge rein. Jetzt, die Reiter werden daran halt schellen, die an. Und aus wie viel Gebäuden er jetzt halt pumpen kann. Hat so schnell wieder eine neue Armee, hat jetzt noch einen zweiten Haradrim-Palast. Korsaren kostet jetzt nur noch 340. Hä? Durch welches Upgrade?
Die Taverne, drei Tavernen. Ach so. Mit bis vier Tavernen geht's, wenn so günstiger. Oh, ja, gut. Oh, ja, ganz, ganz schleppig. Absetzen würde ich ihn jetzt. Obwohl, nee, von hinten angreifen. Aber da steht auch noch ein Pikentrupp. Aua. Und aus dem Grund habe ich den halt auch gern einen hier zu Fuß in der Armee drin, dass er halt schön seinen Debuff-Bonus gibt gegen die Gegner, während die Armee halt kämpft. Jetzt verfolgt er aber die Gondor-Soldaten. Die Reiter da hinten sind eingekesselt, reiten aber auch nicht drüber, sondern kämpfen normal. Was sind das? Sind das nur Korsaren oder so? Ne, das sind nur Korsaren. Keine Ostling. Hier ist ein Ostling-Trupp. Jetzt sammelt er sich oben bei seinem Brunnen. Marktplatz hat er mittlerweile, glaube ich. Ja, aber kein Erntesegen. Doch, Erntesegen hat er. Gut. Oh, Schmiede hat er schon gebaut. Ob das jetzt schon... Wie sieht's denn hier aus? Ja, er braucht Einheiten. Er muss überall Einheiten ausbilden. Aber irgendwie... Ich hätte halt auch gern... Ich gehe halt immer gerne auf Waldläufer mit Menschen. So, das ist nämlich genau das, weil wenn er jetzt das Hornfeuer gemacht hätte von Boromir, falls er den noch hat. Hat er den noch? Weil dann hätten die nicht ausweichen können. Da levelt irgendwas, ja. Er hätte vorher mit Boromir das Horn aktivieren müssen und dann im Pfeilhagel rein. Dann hätte er so viel mehr Schaden machen können. Mal jetzt hier schön im Pfeilhagel rein und die Armee wäre weg. Ja, schön mit der Führerschaft hier jetzt von Boromir. Plus 50% Damage und mehr Erfahrung schneller. 25%. Okay, er baut eine zweite Schmiede. Seltsam. Und das ist 1200. Also weiß ich jetzt nicht. Hat er vielleicht übersehen, dass er vergessen, dass er schon eine gebaut hat und hat noch eins gebaut? Oh, das ist aber fatal. Das sind 1200. Damit hätte er einen Held bauen können. Ich glaube, ein Faramir wäre hier in der Situation gar nicht so schlecht gegen die Nazgûls vor allem. Faramir mit Waldläufern. Oder das, ja. Oder ein Aragorn. Aragorn ist immer gut. Oder ein Gandalf, aber der ist teuer. Ja, das stimmt. Ich baue als zweiten Helden, also erst Boromir und als zweiten Helden immer gern Aragorn dann. Weil der halt auch recht stark ist für sein Geld. Hat er eigentlich die Banner dann, das ist schon, auch hat er schon geholt. Das heißt, er bekommt auch günstiger die Helden. Hat er drei Nazguls. Weil der eine gerade ziemlich fast in die Turmwachen hier geritten ist. Zwei sind fast tot. Also mit drei zu Microm ist nicht sehr. Wie gesagt, einen in die Armee mit rein zu Fuß, also das mache ich gern. Jetzt verschießt er wieder seine Leichen. Oh, da ist das Katapult an dem Feuer gestorben hier. Das ist deprimierend. Bau der Neue mit Korsaren. Ostlinge. Korsaren. Hier baut er schon gar nichts mehr. Boromir Horn, ja. Hat er den Pfeilhagel? Ja. Weil hat leider noch nicht. Ah, gut durchgeheilt. Hat Boromir damit geheilt noch. Oh. Noch drei Punkte und er hat die Armee der Toten. Ja.
Ach so, der Mensch. Ja. Schäfi hat sich heilen geholt. 10er Fähigkeit stattdessen. Noch 2 Punkte. Weiß ich nicht. Oh, Schäfi. Ja, es baut auch hier Ork-Bogenschützen. Vorhin wäre der viel besser gewesen, der Pfeilhagel. Die Ostlinge sterben halt nicht dadurch. Kommen nur Schaden. Ja, Ostlinge ist eine der Einheiten, die am wenigsten Schaden von Pfeilen bekommen. Ja, halt generell pieken. Also Turmwachen, Zwergen pieken. Ich glaube sogar Elben pieken können, wenn sie nicht auf Offensiv sind, das überleben. Ah, schön durchgeheilt für die Nazguls. So, gleich kann er sich die Armee der Toten holen. Oh, durch die... Ah ne, das ist ein Bogenschütze. Ich hab erst dran gedacht. Okay, er hat schon... Braucht noch einen Viertelpunkt. Jetzt. Wie sieht's denn hier oben aus? Jetzt hat er die eine Schmiede wieder eingerissen. Okay. So, er zündet gleich die Armee der Toten. Hat er schon. Ja. So, jetzt schön in die Base mit der Armee der Toten und mit der Armee hinterher pushen. Ah, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Weil mit der Armee der Toten, wenn die hält, kann er die ganze Armee hier killen und mit seinen normalen Einheiten dann die ganzen Gebäude. Okay, jetzt schießt er den Nazguls in den Tod. Oh, da ist die Armee der Toten weg. Hat leider nicht mehr so viel mitnehmen können, leider, weil Schäfi gut gemicrot hat. Welche Fähigkeiten hat Schäfi schon mal da? Der hat gleich wieder das Sperrfeuer. Sonst ein Heil. Hat gleich Freirock oder sowas. Gleich in den 25. Was bekommt man mit? Ja, ich glaube, dieses Ballrock. Ja, brennt's wieder. Ja, die Katapulte halt, glaube ich, die zünden das Gelände dann noch mit ein bisschen an, wenn da Bäume sind. Er hat jetzt auch einen Katapult, okay. Hätte jetzt, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt gebraucht. So, jetzt hat er zwei einen Schießstand, einen abgegradet. So, der Balrog könnte jetzt natürlich aufräumen hier. Wir sind bei 23 Minuten Grad. Ja, das ist... Ich dachte, das wird schneller gehen. Er hätte aber noch Heldenstatuen. Geben Rüstung und mehr Erfahrung. Da ist ein Aragorn. Herr Meister Aragorn. So, kommt er jetzt? Kommt er? Erstmal kommt Sperrfeuer. Ja, das Sperrfeuer hat jetzt viele Einheiten getroffen. Er hat hier die Rohirrim gezündet. Er hat nur einen Fallrock angesetzt. Jetzt kommt er. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, Pfeilhagel wird hier eingesetzt. Killt ja hier einige Bogenschützen. Jetzt könnt ihr hier Feuer spucken machen. Da könnt ihr die ganze Armee hier mitnehmen. Und auf den Helden dann den Peitschenhieb.
Ja, ich weiß nicht, ob ich gegen Gebäude in einem Balrog einsetzen würde. Also gegen die so normalen Gebäude, ja, gegen die Festung, nein. Also in so einem 1 macht er ja Festung Two-Shot. Also gegen die Gebäude macht er gut Schaden, gegen die Festung eher weniger. Gegen die Festung macht er so gut wie gar keinen Schaden. Aber die anderen, die Einheiten Ausbildungsgebäude, die kann er gut wegmachen. Obwohl er einen Lichtschritt in der Hand hat. Das ist schön, die Stufe 2 Stahlung. Oh. Jetzt geht er wahrscheinlich auf die Schmiede. Weil die kostet er am meisten. Oder er geht auf die Kaserne. Weil je weniger Truppen der Gegner ausbilden kann, umso besser. Anzünden hat er noch nicht gemacht, das hätte ich vielleicht gemacht. 200 Schaden plus. Ja, noch einen Schlag. Es kann halt keine Einheiten mehr ausbilden, außer aus denen er es gerade neu gebaut hat. Aber Shadow hat noch eine Armee. Mhm. Eine halbwegs funktionierende. Schäfi pumpt halt wieder. Wie sieht denn jetzt CP-technisch aus? 560 bei Schäfi, 434 bei Shadow. Oh, da hat er gerade seinen Nazgul in den Tod geschickt. Oh, es zieht sich ganz schön, das Match. Wir haben schon 225er Fähigkeiten erwebt. Das stimmt. Ja, er baut wieder Kasernen. Hat 3 Baumeister jetzt. Aha, Gorn schon Stufe 4, der levelt so schnell. Tom hat er gerufen. Der hat auch noch einmal eine Führerschaft. Was, der Führerschaft? Ja. 25 Rüstung, 25% mehr Schellerfahrung. Es ist ein Aragorn da vorne mit Elendil, oder was ist das? Nicht nee, Schwertmeister. Ja, der Schwertmeister. So, ja, jetzt muss ich Schäfi ein bisschen zurückziehen. Sieht's denn ressourcentechnisch aus? 1000. Also Shadow hat auch seine gesamten Ausbildungsgebäude wieder. Der Balrog hat es nicht so krass hier gebracht. Aber halt alle nur auf Stufe 1 jetzt halt. Ja, die waren vorher auch auf Stufe 1. Die... Naja, ein Dings war Stufe 2, ja, ein Schießstand und halt die Stahlung Stufe 2. Okay, Pfeilhakel hier. Eikatapulte, weiß ich nicht. Da ist der erste Kampf drauf. Da ist der erste Kampf drauf. Also, mir fehlen noch irgendwie Mumakills, weil wir sind schon im Late Game. Ja, einige Bogenschützen erwischt, ja. Er hätte aber auch alles fängen können. Also ohne Upgrades hat er gegen die Kampftrolle wenig entgegenzusetzen. Baut er wieder eine Stallung. Turm machen baut er jetzt wieder. Oh, er scheint wieder einen Marktplatz zu haben, irgendwo. Nein, da unten, weiter unten. Da, ja. Da. Belagerungsmaterial im 1 gegen 1 ist ja auch sehr, sehr gut. Oder die Piken sind. Da ist das nicht eine Piken, leider. Der Kampfdruck kann einfach sehen, ruhig. Oh, da ist er schon tot. Da ist ein Aragorn mit drin. Ach so, ja, gut, ja dann. Kommt der nächste Kampfdroll. Aber in dem Matchup könnte ich tatsächlich sogar 2-3 Dinger machen. Der heißt hier. Trollkäfige. Aragorn Stufe 5. Elendil bekommt ab Stufe 6.
Oh, tschüss, Nazgul. Wir haben hier gelevelt. Ah, ein Theo, den hat er auch noch. Also, das zählt die Führerschaft für alle. Ja. Nicht nur Reiter, ich glaube alle, ja. Ich weiß, der Theodin hätte ich eigentlich eher weniger gebaut. Der hat ja schon zwei Führerschaften mit Boromir und Aragorn. Ich glaube, die stacken sich jetzt nicht so, oder? Nee, die stacken sich nicht. Und da hätte ich eher entweder einen Faramir gebaut oder auf Gandalf gespart. Aber vielleicht würde er den Theodin für Reiter haben, die dann halt unabhängig von normalen Armee kämpfen. Und dann halt immer noch einen Führerschaftsbonus haben. Mhm. Aber das tut er halt nicht. Also unabhängig von der Armee kämpfen. Was hat ein Trommler-Troll? So, wir sind jetzt über die halbe Stunde drüber. Wir haben einen Unentschieden. Also, jeder hat auf jeden Fall einen Punkt. Das ist tatsächlich überraschend. Mal sehen, ob einer sich noch den zweiten Punkt sich holen kann. Ja, den Wolkenbruch jetzt. Das ist halt zweite Fähigkeit von den Menschen. Was? Erdbeben, oder? Ja. Erdbeben. Achso, ja, Erdbeben haben die noch, ja. Stand gerade kurz, okay. Ja, die bringen sogar ein Replay zum Lecken hier, die beiden. Er scheint jetzt am Maximum wieder zu sein hier. Ja. Der Mensch auch. Beide sind wieder am CP-Maximum. Okay, er hat den Elfenbeinturm jetzt. Das ist die komplette Map. Und seine Einheiten sind schneller. Einheiten werden schneller durch den Turm. Die werden etwas schneller, die bekommen Speed-Bonus, ja. Deswegen haben die doch sowas drumherum hier jetzt. Was du alles weißt. Es steht halt beim Elfenbeinturm. Wenn man den aktiviert, aber wenn man selber mit Menschen spielt. Auf, Trommler toll, Trommel etwas. Sonst hat er sich gar nicht gelohnt hier. Okay. Die kostet einen Stern mal an dem Gebäude. So, drei Brunnen. Aber ich glaube, die heilen sich dann ja dreimal zu schnell, oder? Nee. Aber halt, ja, die macht die Fläche halt größer damit. Das mit den Truppen zurückholen ist ja nur pro 10 Sekunden. Und wenn man dann drei Brunnen hat, sind es halt 10 Sekunden durch 3, theoretisch. Also dann bekommt er schneller seine Truppen zurück, wenn die nicht Level 2 sind. In der Mitte ist es auch gleich ein Feind. Fight. Wie sieht es eigentlich mit der Schmiede hier jetzt aus? Hey, Schmiede. Rüstung erforscht. Nur die Rüstung bisher. Könnte er theoretisch auf die Turmwachen schon upgraden, wenn er das Geld dazu hat. Aber er hat seine Bogenschützen geupgradet mit Rüstung. Sperrfeuer. Oh, die Reiter hier bei den Ostlingen gespawnt. Es ist, glaube ich, also er will, glaube ich, das Katapult wegmachen, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Jetzt macht er auf die Ostlinie Feier. Ah, nee, das war Shadow. Nee, Schäfi. Ja, Schäfis Pfeilhagel. Oh,
Und der Level 6er Trupp lebt da hinten noch. Den würde ich aber nicht in den Angriff schicken. Das ist irgendwo ein Level 6er Trupp. Der da. Nee, dahinter. Bei den Katapulten. Da, ja. Bogenschützen. Ein Bannerträger eines Bogenschützentrupps. Jetzt 6. Macht er Elendi, wir. Jetzt geht's ab. Welche Stufe ist der Aragorn? 6, oder? Oder was? 7 müsste das sein. 7. Boromir ist Stufe 9. Ja, aber der kriegt halt keine neuen Fähigkeiten dazu. Ja, leider. Er hält halt mehr aus. Also ein Gandalf wäre, glaube ich, in dem Game sehr, sehr wichtig gewesen. So, jetzt hat er hier die Turmwachen ausgerüstet hier mit Rüstung. Ich finde die Upgrades ein bisschen sehr schwierig, aber gut. Turm von Gorgoroth. Wahrscheinlich hier vorne bei den Dingern. Ah, ne, auf die Katapulte. Ja, okay. Ja. Er hat gar nicht so viel das gemacht. Hat fast nichts gebracht. Die Katapulte leben alle noch. Da kommt die Armee der Toten. Die ist jetzt natürlich gut. Jetzt hat er auch die Klingen hier. Ja, ich glaube, das sieht nicht sehr gut aus. Mit der Armee der Toten muss er entweder auf den Wurm oder auf Einheiten gehen. Wo läuft das hin? Auf jeden Fall nicht auf Gebäude. Und noch nicht zurückziehen, die Armee der Toten. Hier hat auch die Dunedain eingerufen. Wieso zieht er sich zurück? Er hat doch fast gewonnen. Na, der Wurm halt macht ihm wahrscheinlich Angst. Ja gut, aber den Wurm, den macht er so platt mit seinen Helden. Er war wahrscheinlich schon den Wurm halt abwarten und dann geht er wieder rein. Ja, bis dahin hat er aber Schäfer alles wieder produziert. Aber sich so weit zurückzuziehen, ich hätte mich, wenn dann irgendwie hierhin zurückgezogen, als ich wieder da bin direkt. Seine Katapulte hat er komplett zurückgezogen, oder? Ah, nee, das sind sie. Ja, das ist halt jetzt wieder eklig hier mit dem einen Katapult, das er auf Munitionswechsel gestellt hat. Wieder der Pfeilhagel von Mordor. Nächste Pfeilhagel von den Menschen diesmal. Den Katapulten könnte er auf die. Geht er auf die Festung damit? Oh, da kommt der Balrog. Da muss er die Einheiten hier zurückziehen und mit denen hier kann er hier weiter Gebäude einreißen. Das ist ja wirklich also. Dann muss er sich entscheiden, ob er den hinterher rennt oder hier verteidigt. Und jetzt so ein bisschen splitten die Einheiten. Alter. Oh, da brennen die Einheiten hier wieder. Zwei Stallungen hat er jetzt, okay. Eisenerz hat er auch mittlerweile. Da unten rennen die Helden rum. Im Turmwachentrupp. Schäfi baut wieder Einheiten. Der Kart hat das Gebäude geupgradet. Diesmal hat er auch Anzünden eingesetzt. Aber er hat mehr Ressourcen. Shadow hat mehr Ressourcen als Schäfi aktuell. Oh, die Schmiede ist jetzt auch weg. Muss er die Schmiede wieder bauen. Macht er hier. So, noch 5,5 Minuten bis zum kompletten Unentschieden.
Wieder der Pfeilhagel. Ja, die Helden, die sind halt eklig. Könnte auch ja, hier mal seine Einheiten aufleveln. Der hat einmal mit Theoden die Fähigkeit und mit Boromir auch nochmal. Ja, das setzt man viel zu selten ein, obwohl das halt die Einheiten sehr krass bufft. Stufe 10 kann er noch einen kleinen Trupp Schwertmeister und Elendil hat er auch noch aktiviert. Ne, Elendil hat er nicht aktiviert, das ist nur der Schwertmeister. Nein, er hat er verfügbar, sorry. Verfügbar, genau, ja. Levelt der? Ja, der levelt daran. Oh, er knapp vor Stufe 10. Festungs-Upgrades kommen auch nicht von Shadow. Was für Upgrades? Festungs-Upgrades, also nicht viele. Ja, ja gut, er braucht halt das Geld für Einheiten, für Truppen. Also Turm ist halt schon gut, dass er halt viel Sichtweite hat. Und die Banner halt für die Vergünstigung. Vielleicht noch Haus der Heilung, falls ein Held stirbt, dass er den halt günstiger kriegt. Jetzt baut er hier wieder Katapulte. Ja, wenn er Katapulte baut, kann er ja auch die Feuersteine sich dazu holen. Ich würde die Kaserne upgraden. Das würde sehr, sehr viel bringen. Jetzt kommt wieder Nazgul. Da kommt Nazgul. Gegen eine abgegradete Armee haben die Nazgul jetzt nicht mehr so viel Wirkung. Er hat irgendwie kaum Bogenschützen hier generell das Spiel über gehabt. Das heißt, da hätten sich auch mal hier eine Fellbestie mal gelohnt. Da, jetzt hat er es Stufe 10 hier, Aragorn. Sind die anderen Helden hier Stufe 7? Boromir dürfte wahrscheinlich mittlerweile auch Stufe 10 sein, nehme ich an. Ach, sollte. Da hinten wird gekämpft. Ja gut, Ostlinger gegen Sekondor-Soldaten dürfte halt eindeutig sein. Die Ostlinger. Oh, und sogar Bogenschützen sind auch noch mit drin. Versucht halt jetzt über die Flanke. Wie weit ist der Mensch mit seinen Fähigkeiten? Er hat Erdbeben eingesetzt. Da hinten anscheinend. Ich hätte es eingesetzt, wenn ich dann auch angreife. Er creept jetzt noch. 2 Minuten haben wir noch. Hier liegen noch Schätze. Nochmal ein Marktplatz. Der eine scheint ja, zerstört worden zu sein. Ein Wurm. Die Fähigkeiten kommen hier raus, als wäre das. Ich glaube, die. Je öfter du die einsetzt, ich glaube, desto schneller sind die wieder verfügbar. Meine ich. Habe ich zumindest das Gefühl. Das ist aber ziemlich OP. Amidato. Jawohl, da kommt. Das ist dann, glaube ich, nur ein Trupp hier, ja. Und mit Schwertmeister geht der Wurm auch recht schnell weg jetzt. Das war der Wurm. Er hat jetzt halt wieder Wolkenbruch, er hat bald wieder die Dunedain, die Reiter hat er, also... Müsste angreifen, so langsam. Er hat eine abgegradete Armee. Je länger er halt wartet, desto eher ist es halt, dass er wieder den Balrog hat. Ja, ich glaube, in 15 Sekunden wird hier keiner mehr gewinnen. Ich auch nicht.
So, wir haben ein 1:1 jetzt. Was? Hätte ich nicht gedacht. 45 Minuten sind rum. Okay, die sind ja ein bisschen falsch gespawnt, weil gegen Gebäude machen die hier nichts. Ich hätte lieber hier im Hintergrund gespawnt. Die sterben jetzt hier einfach nur an der Barrikade. Ah, Feuersteine hat er mittlerweile. Hat er noch die Katapulte irgendwo? Da. Oh, das war der... die Festungsfähigkeit hier. Turmwachen Stufe 10 war da eben. Hier. Mal sehen, wie lange die jetzt noch spielen, ob die jetzt noch spielen bis zum Ende oder ob die sagen, wir hören jetzt auf, reiß mich ein. Ja. Guck mal, der Pfeilhagel. Wolkenbruch und die Rohirrim. Da steht überall halt Ostlinge. Hat er alle Fähigkeiten hier, hat sich noch den Turm geholt und die Hobbits. Geh doch rein, jetzt. Ich frage mich auf, was er jetzt wartet. Dass er wieder eine komplette Armee hat, oder was? Ich glaube auch keiner von den beiden jetzt beenden. Dauert sehr lange. Zu lange. Oh, jetzt bitte geh rein, Shadow. Schäfer kann dem nichts mehr entgegensetzen, solange er den Balrog halt nicht hat.
Jetzt setzt deine Armee der Toten ja wieder ein und dann ist rum. Ja, bitte, so langsam wird's auch ein bisschen. Mit den Katapulten kann er auf die Festung gehen und mit dem restlichen Armee alles andere einreißen. Schäfi hat halt nicht mal die Truppen, um das da zu verteidigen. Wahrscheinlich hat er auch gar nichts mehr gebaut, weil die gesehen haben, es ist eh unentschieden. Er baut schon nichts mehr. Oder doch, da hinten baut er noch was. Ah, endlich haben wir es geschafft. Ja. Da unten ist Boromir, Stufe 10. Das gibt's nicht. Also, dass Schäfi, dass das Shadow so gut verteidigen konnte. Hatten da jetzt noch was? Ah, jetzt hat er irgendwas abgerissen, wahrscheinlich noch. 51 Minuten und 56 Sekunden. Gut. Damit haben wir ein 1:1 zwischen Schäfi und Shadow. Haben es aber auch spannend gemacht. Was mich so ein bisschen verwundert hat, dass der Shadow so gut wie keine Waldläufer gebaut hat. Ich glaube, der hat gar keine auf dem Feld gehabt. Nee, doch, die Dunedain hat er gerufen, aber... Ja, nicht mal die Fähigkeit. Ja. Nee, also die haben gefehlt. Und dadurch, dass er halt keine Waldläufer und halt so gut, also recht wenig Bogenschützen hatte, hätte Schäfi theoretisch Fellbestien bauen können. Der Hexenkönig hat mir auch irgendwie gefehlt. Er ist dann zu sehr auf Massenproduktion gegangen. Und Moakils. Moakils mit Ansturm, ja. Die werden da richtig durchgekrabbelt. Ja. Und die Trolle zu spät. Die haben da nichts mehr gebracht, ja, dann. Ja, durch Turmwachen und Helden. Ja. Ansonsten haben sich beide halt ein gutes Match geliefert. Ja, würde ich auch sagen. So ein paar Nazguls sind mal in den Tod geschickt. Ja, gut, aber das war so. Gut, damit war es das für das Spiel. Außer du hast noch was. Nö, eigentlich nicht. Und wir hatten mal ein Spiel, wo einer der Spieler wirklich alle komplette Fähigkeiten hatte. Der Mensch hatte alle Fähigkeiten. Echt? Wer war das? Hä? Wer war das? Shadow. Ach, das war auch Shadow. Der Mensch eben, ja. Ach so, dieses Spiel. Ja, Shadow hatte alle Fähigkeiten gehabt gerade. Oha. Der hat sich am Ende halt auch diesen einsamen Turm geholt, der halt... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also den Turm habe ich, also ich mit 10 gegen die scheiß KIs, Junge, ich habe diesen Turm geliebt. Okay, ja. Ich hatte mir immer als erste 10er-Fähigkeit geholt, obwohl es halt die schlechteste 10er ist, glaube ich. Zumindest gegen Menschen, die mitdenken. Ich meine, ja, zum Pfeilhaken ist halt viel effektiver. Ja. Zumindest gegen menschliche Spieler, gegen KIs, die keine richtige Armee, sondern überall nur so ein paar Einheiten haben. Letzte, aber ja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.